Ein herzliches Willkommen und hallo zu meinem Part Let's Play Darksiders Genesis. Ich bin es, MC Muffix, und wir ballern uns bzw. schocken uns hier mal wieder ganz entspannt durch die Gegnermassen. Ohne größere Probleme, würde ich mal sagen. Jo! Denn wir wissen eins: Zombies brennen gut. Das ist die wichtigste Devise, die wir aus dem Spiel mitnehmen. Zumindest beim letzten Mal haben wir uns hier durchgeschlagen durch diese Hölle hier. Gifttümpel. Aber immer noch besser als eine gefrorene Hölle. Und ja, ihr seht, läuft eigentlich ganz gut bis jetzt. So, na, das ist in Ordnung. So, jetzt müssen wir aber hier mal wieder rätseln. Kann ich das Licht? Nein. Ich kann schon wieder wegkommen. Ja, dann schmeiß halt. Oh. Bam, bam, bam. Kistenlos. Und was ist es für eine tolle Kiste? Eine Lebenskiste. Ach, ist das nicht schön. Das würde sich lohnen, wenn ich mal Tränke benutzen würde. Aber ich bin immer zu faul, die zu benutzen. So. Ja, wir schlagen uns hier weiter. Versuchen hier gerade die, wie ist denn nochmal, Schatten. Hier genau. Todesreiter hier zu eliminieren. Dann setzen wir uns jetzt gerade ran. Jetzt haben wir erstmal hier zwei Juwelen gefunden. Und die setzen wir jetzt ein, damit wir hoffentlich weiterkommen. Nummer 1. Nummer 2. Ohne Gegner? Was ist denn da los? Ich bin ja glatt enttäuscht. Wieso ich schon wieder einen grünen Schattenhund bei mir habe, ich weiß es nicht. Aber ich find's cool. So, bist du das Mächtige? Der Feuer der Hölle, der Todesreiter 3, den Meister sie schützen. Solange der Wille ist frei, der endlose Macht, warum den Diener obliegt. Ein Quell waren Schreckens, der Dämon noch Mensch, sie ihn besiegt. Herr Baule. Ich werde das hier genießen. Okay. Heißt es, wir müssen irgendein Rätsel lösen? Wenn ja, keine Ahnung, was wir tun sollen. Versteht das nicht? Manchmal wird einfach so ein Dämonenhund beschwört. Ich sollte mir mal durchlesen, was für Fähigkeiten ich immer freischalte hier. Der Sperrmechanismus. Die Untoten sind buchstäblich hirnlos. Er muss in der Nähe sein. Stimmt, wir hätten größere Probleme, wenn die das immer so an ganz abstrakte Plätze verstecken würden. Leute, ganz normale Kisten. So geht's halt auch mal. Nicht immer diese Kack-Fake-Kisten. Okay, da ist zu. Versuchen wir es auf der anderen Seite. Seht ihr eigentlich, wie cool ich bin? Ich schieße nämlich auf den, der hinten ist, und der Blitz geht dann auf den, den der neben mir steht. So macht der Profi das. Und schau, aber die Munition entlädt sich relativ schnell für die Waffe. Ist jetzt nicht schlimm, wenn überall Kisten sind, weil man kriegt ja dann wieder genügend. Aber muss man schon besser aufpassen. So, was geht das? Etwas, was wir wahrscheinlich brauchen, um da hochzukommen. Gehen wir mal da rein, oder? Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwas Secret komplett übersehen. Aber mei, man muss nicht jedes Secret holen, und wir schauen uns in den Level noch eigentlich ganz gut um. Klar, in den letzten ein, zwei Parts haben wir noch ein bisschen Probleme mit den Fernmünzen, aber ansonsten finde ich das schon gut. So, wir müssen es jetzt schlauer immer angehen. Wir tun jetzt immer ganz normal die Gegner abballern. Ich liebe es. Und dann immer, wenn wir in unserem Supermodus sind, erst dann aktivieren wir immer hier unsere Fähigkeiten. So, da ist ein Portal.
Das ist schön. nice. Dann. Drauf. Oh. Ist es. Kann man da nicht drauf schießen? Blop, blop, blop. Ja gut, ich kann mir zwar hier jetzt ein Portal machen, aber das bringt mir ehrlich gesagt ziemlich wenig. Und da ich da leider nicht mehr zurückkomme. Hä? Okay, ich glaube, das ist ja nicht gewollt gewesen. Bin ich zweimal durch das Portal gegangen, durch das man nur einmal gehen kann. Ist das Abaddon? Sieht ein bisschen so aus, gell? Also an sich kein... Gut! Wie war das zurück? Alter! Wir werden ja immer schwerer! Halleluja, Mann. Okay, ein geiler, ein sehr geiler Gegner. Hallo? Hallo? Lebt der immer noch? Aber sein Meister ist tot. Ja, toll. Und was mache ich jetzt? Ah, er geht auch mal durch. Der hat noch keinen Lebensbalken mehr. Aber den kann man schon stimmen. Ja, okay, geil. In dem Großen lebt ein kleines Monster. Und das kleine Monster muss man erst bezwingen, damit man... also, man muss jetzt den Großen zusammenkloppen, damit der Kleine auftaucht. Oh, ja. Oh, Soundeffekt ist schön. Und dann kann man erst angreifen. Das ist ja nett. Das ist echt ein cooles Gimmick. Gefällt mir. Aber als Standardgegner will ich sowas nicht unbedingt haben. Der Tremor-Handschuh. Nutzt einen Tremor-Handschuh, um Tremor-Kristalle zu zerstören und Bodenschalter zu aktivieren. Kann auch eingesetzt werden, um Gegner zu zerquetschen und kleine Gegner zurückzuwerfen. Okay. Drücke R2, um Tremor-Kristalle zu zerstören und Bodenschalter zu betätigen. Jetzt bräuchtest du einen Grund, um zuzuschlagen. Nein! Alter, wieso tust du deine Flügel nicht anziehen? So, komm jetzt. Okay, es wird es dann. Genau so ist aber auch. Wir brauchen da keinen Grund. Aber mal, ist doch schön, wenn man ja noch ein paar schöne Handschuhe anhat, um die hier zu nutzen. Okay, eine neue Fähigkeit. Coole Sache. Die gab es aber auch schon im Original Darksiders, oder? Das ist jetzt schon wieder zwei Jahre her, dass wir das gespielt haben. Aber da gab es auch irgend sowas Ähnliches. Weg da! So macht das Spaß. So sollte es immer sein. So, gehen wir da hoch. War eine gute Entscheidung. Ballern wir noch ein bisschen sinnlos in der Gegend rum. Und dann gehen wir mal dahinter. So, die solche Aufgaben überlasse ich lieber Scrive. Hab das Gefühl, der ist der Filigraner. So, eigentlich hätte ich gar nicht hingehen müssen, ne? Komm, hau drauf. Ach so, jetzt weiß ich, wo man hingehen muss.
Nein! Komm schon! Mein Haar. Hau doch drauf! Toll. Was? Also. Okay. Alles in Ordnung. Nur nicht meine Inkompetenz zu mir. Jetzt hau halt drauf, Mann! Ich meine, Krieg, wenn es eins gibt, was du gut kannst, dann ist es drauf, Mann. Komm, hau mal drauf. Aber nicht mal das kann er. So. Und hoch und weg. Müssen wir das gleiche Spielchen gleich nochmal machen? Ja! Ja! Ja, wie geil, Mann! Es leckt! Es leckt und dann auf einmal. Okay, gut. Keine Flügel mehr. Hast Pech gehabt. Das war super. Das war richtig schön. So, den klau ich noch mal. Das ist natürlich schön, wenn ich erst 5-mal drauf haben muss, damit das aktiviert wird. Schaffen wir nicht mehr. Alter, Mann, immer so einen Millimeter davor, Mann. Man muss sich in die Mitte stellen. Okay, weil wenn man sie nicht genau mittig steht, dann mag das nicht. Wahrscheinlich brauche ich das gar nicht, um darüber zu hüpfen, aber. Wenn wir schon so eine schöne Fähigkeit haben, dann müssen wir sie auch nutzen. Hoch. Und weg. Aber wieso kletterst du nach links? Ich weiß nicht, ich habe gerade echt... also nach rechts. Ich habe gerade nach links gedrückt und er ist nach rechts gegangen. Du willst mich schon immer ärgern, Mann. Ich merke das schon. Geh mal kurz auf die Ersatzbank, dann kann ich ein bisschen ausruhen. Währenddessen kommt der Meister der Elektrizität, kommt... Und regelt das mal wieder. So, gut. Kann ich da nicht drauf? Nö. Scheinbar nicht. Dann. Was haben wir noch? Nee, aber das ist doch nichts für meine Bomben, oder? Wie die dann einfach so wegplatzen. Mach auf! Machen wir so mit genug Schmackes drauf hat. Das ist ein Irrgarten und zwar kein Spaß. Eigentlich macht kein Irrgarten Spaß. Also gegen Cap, gegen normale Gegner, ist es nicht unbedingt sehr effektiv. Ich packe in eine Kiste! Die Kiste wollte ich gefangen nehmen, das finde ich aber gar nicht nett. So, jetzt habe ich ein bisschen viel Leben verloren durch meine ganzen schönen Jump'n'Run-Abschnitte hier. Ich finde es aber ganz schlimm, wenn Spiele eine auf der L2-Taste das Zurückhüpfen haben. Ich hasse sowas. Den stört es gar nicht, dass ich da mit meiner Hand auf den drauf hau. Der ist echt effektiv, Mann. So, wo sind wir mal? Da sind wir da. Ich denke mal, weil das markiert ist. Komm. Ach so, die Kisten ändern ihre Farbe. Das sehe ich auch erst jetzt. Und einen Trank haben wir da gefunden. Ach so, jetzt sind wir in der Haupthalle hier wieder. Okay, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. So, dann gehen. Wir könnten zwar jetzt theoretisch nochmal zurücklaufen und am Anfang des Levels, da gab es auch nochmal eine Stelle. Wo wir nicht durchgehen konnten, aber wir machen das so.
Ich kämpfe gerne ohne Körperkontakt. Ich weiß, ihr mögt es, aber ich bin da nicht so der größte Fan davon. Da ist eine Falle. Untermine, schön. Mir hat die Obermine schon nicht gefallen, dann gehen wir nochmal in die Untermine, oder? Also das ist jetzt mit Abstand die längste Location, also die wir jetzt bis jetzt hatten. Auch nicht in einem negativen, sondern einfach nur in einer Feststellung. Irgendwas hat mich gerüstet. Ich verliere gerade, man kriegt immer so viel Leben. Aber die Gegner sind doch so fies. Stört sie mir nicht, wenn ich sie mit meiner fetten Klinge auf die drauf hau. Bin ich jetzt konstant immer beim Supermodus? Nein, leider nicht, weil das ist nicht mehr der Supermodus. Wo soll man erst da lang gehen? Frage ist halt immer, wo es weitergeht. So, da gibt es Schätztruhen. Das heißt, wir müssen da. Dahinter geht's weiter. Was ist das? Nichts Wichtiges. Ah, sind wir wieder da. Da haben wir uns so eine Weg zurückgelegt. Ich dachte, dann öffnet sich die Tür hier. Kommt her, kommt alle her. Ich sehe mich nicht. Wenn man sich selbst nicht sieht, ist das Kämpfen immer ein wenig schwer. Aber wir alter Pistolero, für uns ist das kein Problem. Boah, jetzt schauen wir mal. Ja, aber hier gibt es nur Kiste, also gehen wir jetzt erstmal da lang. Dort, glaube ich, sind wir jetzt ausnahmsweise mal gut drauf. Also, dann. Wieso kann man das nicht einfach gerade schießen? So, da, das leuchtet drauf. Aber es ist lustig, wie die Kugeln fliegen. Es ist ja wirklich so wie ein Fußball. So. Also das sollte man eigentlich schaffen, das so zu schmeißen, oder? Lasst mich erstmal durchs Tor und dann können wir weiterspielen. Ist das ein Deal? Das ist kein Deal. Ich töte dich auch gerne durch den Zaun durch. Muss mir nur. Nur weil du mein Freund bist. Was ist. Hä? Kann ich da nicht hochklettern? Doch. Ist es dafür, dass ich wieder raus kann? Nö, ich muss ja nicht raus. Toll. Aber ich komme. Ah! Ich hoffe, das geht jetzt nicht auf Zeit. Wieso haben sie das ja einfach ein bisschen geringer gemacht, dass man da nicht so weit runtergehen muss? Brauche schon eine halbe Stunde, bis ich mal da runterkomme. Okay. Aber vom Prinzip haben wir es verstanden. Ist so wie alles in dem Dungeon irgendwie ein bisschen gefährlich und seltsam, aber schaffbar. Nehmen wir das mit. So. Zacka, boom. Ohne Probleme. So, und jetzt haben wir natürlich noch das Finale. Da müssen wir jetzt hier eins hinhauen. Den Schalter betätigen. Ihr könnt jetzt auch gleich wieder wahrscheinlich hier raus. Weil jetzt öffnet sich da hinten ein Tor. Okay. Jetzt aber auch mit mir zu langweilen, da.
Ja, das schaffen wir eh nicht. Das ist wurscht. Dass der mir. Aber trotzdem, dass der mich denn so langweilen muss. Ich bin da am Rätseln. Aber mit solchen doofen Aktionen hier. Können wir ja gut drauf verzichten. So, das Ding ist nur, wir müssen zwei Portale abschießen. Warte mal. Schießen wir erstmal. Okay. Und damit haben wir es geschafft. Das war ein nettes Rätsel. Jetzt muss ich es nur noch irgendwie da hochschaffen. Das ist das Schwerste. Einer erledigt. Achso, und das war's. Ich wollte eigentlich da an die Kiste ran. Das wäre mir ehrlich gesagt lieber gewesen. Toll! Habe ich den ganzen Kack deshalb gemacht, oder wie? Ich dachte, da gibt es optionale Kisten. Nun gut, Leute, wir machen jetzt erstmal ein bisschen deprimiert und traurig hier. War ein kleiner Cut und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Let's Play Dark Side Genesis. Bis denn, ciao.